So, weiter geht's im neuen Dungeon. Ach stimmt, da waren die ganzen Borgreiter. Ja, was machen wir da? Ihr lauft bestimmt. Oh oh. Was man in einem halben Tag so alles vergessen kann. Ich habe vergessen, dass da Borgreiter sind und dass wir hier eingekerkert sind von blauen, lauten Flammen. Was machen wir jetzt mit den Borgreitern? Wir können einfach reinstürmen, aber dann werden wir wahrscheinlich umkreist. Aber wir haben volle Lebenspunkte und ein schönes neues Schwert, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, rein da. Boah, sind das viele. Boah, sind das viele. Ja. Einen alleine hätten wir ganz gerne. Du, komm mal her. Der Rest bewegt sich gerade nicht. Na gut, dann kommen wir halt her. Und ich hoffe mal, dass die jetzt wesentlich schneller sterben als früher. Das war ein guter Anfang. Ich dachte, das wären 4 oder 5, aber das ist der ganze Raum voll. 5, 6, 7 und war ja schon umgebracht. 8, 9. Wow. Okay, das ging früher gar nicht. So, Stock in die Hand, hochheilen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir die wiedersehen. Also die gab es ja eigentlich nur... Der Zauber versagt hier. Ach ja, scheiße. Hier. Und die Orkreiter gab es ja eigentlich nur im Schilf. Aber na gut. Schild in die Hand. Und nächster Orkreiter. Ja, stirbt nach 3, 4 Schlägen. Schöne Sache. Und da ist noch ein Raum voll. Oh Mann. Naja, haben wir diese Folge gut was zu tun. Töten, heilen, töten, heilen, töten, heilen. Und dann wahrscheinlich pausieren, um Mana zu regenerieren. Oh, da ist ja noch einer. Hinterrücks angeschlichen. Knie nieder, bevor du stirbst. Genau wie der jetzt hinter uns. Und wenn wir jetzt noch 10 Sekunden warten, ist hinter uns wieder einer. Oder auch nicht. Du wirst hier verrotten. Schade, dass sie nichts droppen. Das wäre jetzt echt eine schöne Quelle an Ressourcen gewesen. Und hochheilen. Ja, ich hab's ja gesagt. Töten, heilen, töten, heilen. Das geht jetzt noch eine Weile so weiter. Ah, und ich hab's schon wieder vergessen. Ja, also wahrscheinlich töten, versuchen zu heilen, heilen, töten, versuchen zu heilen, heilen. Und Schild nicht vergessen. Und nicht umkreisen lassen, genau. Du wirst hier verrotten. Konnte man eigentlich mit diesen Anti-Magie-Würfeln auch Anti-Magie-Felder auflösen? Das wäre komisch. So, da haben wir einen Ausgang. Oh. Ja, stimmt schon. Laut Oberflächenkarte ist die Felsenfestung ein Durchgang auch in ein anderes Gebiet. Aber dass der Durchgang, der Ausgang hier schon ist, ist komisch. Na gut, und hier haben wir eine Tür mit einem Totenkopfschlüssel. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz raus, was da so ist. Das war gerade eine komische Animation. Ah, okay, das ging recht steil herunter, okay. Also keine Auswahlmöglichkeit, wir können nur bis zu einer Brücke. Da läuft er automatisch rüber. Keine Auswahlmöglichkeit. Und wir sind dann wohl jetzt da. Hier ist nichts, da ist das Auge der Erde. Und dann wird es auf der anderen Richtung Tempel gehen. Na gut, wissen wir schon Bescheid. Gehen wieder zurück da und töten mehr Borgreiter. Nach einer Heilung. Und diesmal hoffentlich ohne vorher zu versuchen zu heilen, ohne dass es klappt. So,
Also, hier geht's nicht. Hier geht's. Heilung. Kommt mir das nur so vor, oder ist die Animation von dem Heilen jetzt irgendwie schneller, seitdem wir Meister sind in Fleischmagie? Könnte nur Einbildung sein, aber praktisch wäre es ja. So, und hier suchen wir jetzt einen Totenkopfschlüssel. Ja, und natürlich alle Borgreiter, weil es so viel Spaß macht, die so schnell zu töten. Ja, stimmt, stimmt. Besonders groß scheint der Dungeon hier nicht zu sein. Knie nieder, bevor du stirbst. Schade, dass es keine Falle ausgelöst hat. So ein rollender Stein von rechts oder so, das wäre ganz schick. Ist das alles? Ach, ist nur für die Tür da. Ja, oder wir brauchen unser ganzes Mana für einen Spruch, den wir... Hey, jetzt bin ich nicht durchgegangen. Nieder, bevor du stirbst. Wusch. Oh, hat sogar ganz gut Schaden gemacht. Aber dafür ist unser ganzes Mana weg. Ich würde gerne alle Zauber hier aus... Nein, die Wachen aus dem ersten Dungeon. Wie geil. Ja, was ich gerade sagen wollte. Ich würde gerne alle Zauber hier ausblenden können, bis auf die paar, die ich wirklich benutze. Aber die Wachen sind ja geil. Haben die auch wieder Heiltränke dabei? Ha, na mal schauen. Aber das finde ich cool, dass sie die Monster so ein bisschen zwischendurch durchwürfeln. Also auch ein paar alte Gesichter dabei. So, hier flackert nirgendwo eine Wand. Schade. Ja, okay, würde auch wenig Sinn machen. Wenn hier eine unsichtbare Wand wäre und der Stein gleich durchkommt oder so. Nee, es wäre nicht so toll. Knie nieder, bevor du stirbst. So, mehr Ork-Reiter. Wargreiter. Ork-Reiter sieht komisch aus. Also ein Wolf, der auf dem Ork reitet. Oh, das sieht nicht gut aus. Stöckchen. Mana-Trank und Heilung. Kein Wind. So. Knie nieder, bevor du stirbst. Also die Wachen scheinen echt nur in den Räumen zu sein. Schade, schade. Und ein Sonnenschlüssel. Ich werde dir den Garaus machen. Ja, anscheinend ist dann schon doch größer, als ich es erst gedacht hatte. Wenn man so viele verschiedene Schlüssel hier braucht. Oh, 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 oh. Abgehauener feige Sack. Na gut, gibt es irgendwo einen Altar? Nein. Da kann ich schon markieren. Schädel war das. Schädel. Und da war Sonne. So, pausieren wir jetzt oder nicht? Ne, wir haben so viele Heiltränke, komm, da können wir mal ein paar verbraten. So, 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 Schild in die Hand und weiter töten. Ich werde dir den Garaus machen. Genau, droh mir und lauf weg, das ist echt super. Ist das alles? Das ist doch kein Ja, mehr Wachen. Aber die halten trotzdem drei Schläge aus. Das müssen bessere Wachen sein. Ich meine, wir hatten ja schon mal so eine so ein Wiedertreffen mit denen hier in der unterirdischen Stadt. Und da haben wir die mit zwei Schlägen tot bekommen. Und das war mit noch einer ganz alten Waffe. Oh. Nur zwei Betten. Schade, keine Kiste. Da haben wir drin, dann gucken wir mal in die nächste Tür.
Zittere nicht vor mir. Mit Kriegslingen habe ich kein Mittel. Ja, die haben anscheinend mehr Lebenspunkte. Ein Skelettschlüssel. Der war unten links, also Südwesten. Oh, oh, nein, nein, oh, oh, nein. Ah. Panik. Das Schwert war doch ein Tick zu nah. So, jetzt stirbst du schnell. Ich bin wach. Ich bin definitiv wach. Hat nämlich schon wieder vergessen abzuspeichern zwischendurch. So. Also, wir haben diesen Schädelschlüssel gefunden. Der war für Südwesten. Da gucken wir doch gleich mal hin. Zumal die Tür so richtig schön abseits steht. Also, hier geht sie ja hoch in das andere Gebiet nach draußen. Und hier geht der eigentliche Dungeon wahrscheinlich weiter. Also, wird hier nur irgendwas Kleines sein. Wo hast du dich versteckt? Ach ja, unser zugemüllter Rucksack. Da ist eine Münze. Komm, wo wir schon mal dabei sind, sortieren wir ein bisschen. Gegengift. Gegengift. Die Mana-Tränke sortieren wir jetzt auch mal hier rein. So, das ist Stärke, das ist da unten. Monster entdecken ist da. Da ist schon mal der Schlüssel. Gut, gut. Aber sortieren wir kurz weiter. Heiltränke bleiben hier. Falls immer wieder eine Panikattacke gab, wie eben gerade. Dass wir schnell rankommen. So, Würfel kann dahin. Ob das Würfel Nummer 2 oder 3 ist, weiß ich auch nicht. So, sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Oh, da ist noch ein Gegengift. So, Heiltränke alle schön nach oben. Das ist unsere Notfallreserve von allen möglichen Sachen. Die können da auch so bleiben. Die Amulette stapeln wir mal ein bisschen. So. Die Tröte kommt in den Questsack. Der Hut jetzt auch. Den brauchen wir noch zum Entschlüsseln. Die Schrift kann weg. Und die Münze kann auch in den Questsack. So. Sieht doch schon viel besser aus. Dann gucken wir da mal. Klack. Du wirst hier verrotten. Ach, mehr Walkreiter. Na komm. Warum will der jetzt nicht nach vorne? Ja, wir müssen gleich heilen, das sehe ich auch. Zack. Also ja, um eine Pause werden wir nicht drum rumkommen, aber vielleicht können wir noch ein, zwei Walkreiter mitnehmen, wenn wir vorsichtig sind. Ah, das war eine schöne Heilung. Was ist eigentlich ein Gar ausmachen? Also klar, ich verstehe, was er damit sagen will. Aber was ist ein Gar? Ah, ich höre schon wieder das blaue Feuer. Aber das könnte noch von dem Eingangsbereich sein, wo die ganzen Fallen waren. Du wirst hier verrotten. Stirb, 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 stirb. Also bisher nur jede Menge Walkreiter. Keine Truhen. Keine Rätsel, kein gar nichts. Oh, das wird wieder knapp. Nö. Na gut, dann speichere ich jetzt mal ab und heil hoch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denne.